gegangen? Unten oder oben? Und oben kommen Schüsse, wir gehen nach oben. Okay. Wie erwünscht. Aber jetzt sehen Sie das Leuchtsignal. Wir haben einen Parameter. Bleiben Sie hier und passen Sie auf die Tiere auf. Mein Lord, das Signal kommt von unten. Jedoch versperren gefährlich aussehende Tiere den Weg. Wie gehen wir weiter vor? Zelte. Zelte ist eigentlich Alarm für mich, ne? Zelte heißt, das müssten. Entweder sind das Rebelle oder Einheimische. Das gilt es jetzt mit der Sturmtruppler herauszufinden. Mein Lord, wir müssen herausfinden, wer das denn überhaupt ist. Hat einer von euch Sturmtrupplern in seiner Rettungskapsel ein Fernglas drin gehabt? Nein, leider nicht. Nein, mein Imperator, es war beschädigt. Können Sie mit Ihrem Blasterflash näher ranzoomen? Nur leicht. Ich sehe Zelte und mehrere Mann. Wie viele? Eine Palme da unten versperrt mir die Sicht. Ein neuer Akolyt. Ich zähle zwei Personen. Captain, ich zähle zwei Personen da unten. Wissen Sie, diese Einschätzung kann ich nur bestätigen. Eine neue Waffe bekommen kann. Vorhin, als ich gestürzt bin, habe ich meine leider verloren. Zurzeit haben wir nicht die Kenntnisse, neue Waffen herzustellen. Sturmtruppler, wenn Sie Ihre Waffe verloren haben, müssen Sie damit leben. Und sich erst wieder eine neue verdienen. Mein Lord, zwei... Ja, ich hab's gehört. Individuen gesichtet. Ist sie alles okay? Wir haben auch die Signale gesehen. Ja, ein großes Wesen. Dieser neue Breitfuß, er wollte mir helfen. Da hinten habe ich ein großes Wesen gesehen. Captain, mein Imperator, mir scheint, als ob die Personen Kontakt aufnehmen zu uns. Oder aufnehmen zu wollen. Sie winken. Zwei Sturmtruppler gehen mal runter. Sollte ich mitkommen? Die bleiben bei mir. Der eine ohne Waffe von Captain Phasma. Der Rest beschützt mich. 151, folgen Sie mir. Verstanden. Die Tiere bleiben hier. Bei 61, Sie passen auf die Tiere aus. Bringen Sie die Tiere mal zusammen, Sturmtruppler. Vorschlagen zum Wasser, wo sie was trinken können, eventuell. Ja, tun Sie das. Sehen Sie, wir müssen Sie begleiten. Oder riskiere ich jetzt hier zwei Einheiten? Ich weiß es nicht. Scheint, als hätten die großen Waffen. Wo ist 361? 361 ist mitgegangen. Oder wollte er nicht die Tiere runterbringen? Ich glaube, dort ist er. Sturmtruppler, da oben ist eine große Kreatur. Diese Kreatur, die kriegen wir so nicht down und sie kommt genau auf uns zu. Los, greift sie an! Das ist wieder tot. Wesentlich schwerer vorgestellt, diese Kreaturen zu bezahlen. Gegen ein Laserschwert tut auch die größte Kreatur den Geist aufgeben.
scheint, als hätte er zwei Arme gehabt, die es verloren hätte. Boah. Sieht mir nach einem Alpha-Predator aus, mein Imperator. Eine dominierende Spezies. Ja, ein Rex-Problem gehabt, da oben, Viecher. Sturmtruppler, unsere Einheiten werden angegriffen. Wir müssen da runter. Okay, mit den Tieren, los. Nein, ohne. Ohne? Ich hab's gewiss, ich riskiere da zwei Einheiten, verdammt! Frau Meuchel, bist du wieder großzügig? Hab gewiss, das sind Rebelle. Boah. Wie treffen die so gut? Wahnsinn. Ich nehme mal Kontakt mit dem Schmuggler auf. Ich habe eine sehr tiefe Wunde. Tut sehr weh. Muckner. Muckler, kommen bitte, kommen bitte. Muckler? Waffe fallen lassen. Ich ja, habe mich hab niemals Waffe ergeben. Fallen gelassen. Niemals! Sterbt, ihr dreckigen Imperialen! Du fass mal festnehmen. Bitte verbinden Sie mich, sonst werde ich verbluten. Nicht töten, gefangen nehmen, Soldaten! Ich versuche mit dem Beklebten. Lassen Sie die Waffe fallen, Sie sind festgenommen. Niemals! Ihr werdet niemals gewinnen. Tötet ihn! Ich könnte versuchen mit den beklebten Pfeilen ihn betäuben. Ihn zu betäuben. Ja, tun Sie das. Warten, warten, warten. Nicht mehr drauf. Nicht töten, betäubt ihn. Und seine Rüstung. Gibt es noch weitere? Das war zwei. Der andere ist der Phasma. Die Informationen dürfen Sie nicht an Ihren Lager weitersenden. Rebellen. Der andere hat es leider nicht geschafft. Das scheint Skull gewesen zu sein. Was? Der andere hat es nicht geschafft, er ist an seinen Wunden erlegen. Was für einen Namen haben Sie gerade genannt? Hierbei scheint es James Sky. Was? Sind Sie sich sicher? Dann war er kein Schmuggler, sondern ein Spion. Sieht genauso aus. Der andere, ihn hat auch getroffen. Dann brauche ich dieses Funkgerät auch nicht mehr. Es ist ein dreckiges Abhörgerät. Mein Imperator, der zweite Spion, ist verblutet. Er ist ebenfalls gestorben. Ich schaue mich mal in ihr Lager um. Wir sind zu blutrünstig. Beide Rebellen tot. Bekommen wir keine weiteren Informationen. Ich schaue mich mal in ihr Lager um, ob da was Nützliches ist. Ja. Kontrolliert das Lager.
Wir müssen neue Betäubungsmethoden finden, die nicht so viel Schaden an den Körper verursachen. Wenn Sie sich dieser Ausbildung annehmen wollen, können Sie das gerne tun. Ich versuche es zu erforschen. Vielleicht finde ich etwas in irgendwelchen alten... Sturmtruppler, holen Sie unsere Tiere oben. Wir werden wahrscheinlich sehr viele Rohstoffe abzutransportieren zu haben von den Rebellen, die wir bestimmt gebrauchen könnten. Wichtige Dokumente, nehmt die erstmal mit. Verdammte Holzkonstruktion. Von den Schmugglern erworben haben. Hier, nimm deinen Helm entgegen und reih dich bei den anderen ein. Willkommen beim Imperium, neuer Sturmtruppler. Was beschwören Sie das? Also die Servereinstellung ist so, dass jeder Lichtschwert haben kann, aber ich möchte es nicht. Du verstehst mich? Es ist ein Roleplay-Server und es geht halt vom Roleplay her. Bestimmte, ne, Star Wars-Charakter haben natürlich Laserschwerter. Imperator, Darth Maul, Darth Vader. Wenn du Rebell sind willst, Luke Skywalker, Wayne, Anakin Skywalker, wo er noch bei der Rebelle gehört hat, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn und so weiter, ne? Da verstehe ich mich schon. Die dürfen Lichtschwerter haben. Wenn du dich vom Roleplay her so stark fühlst, so hoher Charakter zu sein, dann ist dir auch ein Lichtschwert sicher. Wenn du aber sagst, du bist im Roleplay nicht so fit, dann würde ich dir eher niedrigere Rolle zuteilen wolle. Bezüglich jetzt, wie du hier siehst, die Sturmtruppler. Ne? Die Sturmtruppler sind nicht so fit im Roleplay, die probieren sich jetzt erstmal so. Captain Phasma ist doch schon eine größere Charaktersperson, die führt jetzt auch schon die Sturmtruppler. Wir werden die Waffen in unserer Base untersuchen, ob wir sie benutzen, steht dann noch nicht fest. Sammelt alles ein und wieder auf die Breitmäuler. Wir reiten zurück. Mein Lord, sollen wir noch etwas untersuchen? Wir haben bereits alles geplündert und alle verbleibenden Strukturen zerstört. Wo ist mein Architekt? Ich interessiere mich hier für diese Schutzkonstruktion. Das sieht sehr stabil aus, mein Imperator. Aber ich denke, ich kann das ohne weiteres nachbauen. Sehr gut. Es scheint eine Art Schutzwall zu sein. Ich sage, wir haben alles gesehen. Verschwinden wir von hier. Nicht, dass Ihnen vielleicht doch ein Notsignal gelungen ist. Captain Phasma, Augen auf! Oh, jetzt haben wir doch mal ordentlich Fight gehabt, hä? Habt ihr schon einen Yoda? Nein, haben wir nicht. Ja, es wäre gut, wenn du dich so nennst. Das macht es nämlich dann einfacher. Bob ist gut, sagt den Skill aus. Diese Dreihörner darf man nicht aggressiv machen. Ob man sie auch... Sturmtruppler, zu den Waffen! Vertrieben. Riesige Kreatur. Grausam. Wir sollten auf jeden Fall in unser Lager zurück, denn ich habe mir Verwundete.
Mein Breitmaul ist ganz schön. Also meine Munition ist alle. Wir sind schnellstmöglich ins Lager zurück. Wenn wir jetzt von Rebellen überfallen werden, haben wir keine Chance. Wie geht's eure Quartier? Im Gleichschritt, vor! Gleichschritt, wenn jeder Dino ein anderes Movement hat. Ich bleib mal stehen, dass die aufschließen können. Würden ihr auf einem PvP-Server auf Parasaurier rumreiten? Ich glaube nicht. Ich glaube, bei so einem Roleplay lernt man erst richtig das Tier zu schätzen. Also wer mitmachen will, Ausrufezeichen Server in der Chat. Und ja, ich weiß nicht, auf welche Seite dich schlagen will. Bitte, bitte Roleplay denke, benutze, ja? Kannst du nicht einfach hingehen und eine T-Rex tame und denke, du bist der King auf dem Server. Du bist ja gestrandet auf einem fremden Planet. Du musst alles erstmal erkunden und erforschen, analysieren, rausfinden. Du kennst die Ressource nicht. Stell dir vor, du spielst Ark zum allerersten Mal und hast da noch nie Let's Play oder schon was angeschaut. Das macht es, glaube ich, am einfachsten. Also, richtig Ark-Neulinge sind hier, glaube ich, die bessere Wahl. Und am schönsten verhalte ich einfach so, wie wenn du Ark zum ersten Mal spielst. Ja, ist dir bewusst. Notizen gefunden in der Basis. Erzählen Sie mir mehr davon. Logbuch, Tag 2. Wir sind nun schon 2 Tage auf diesem unwirklichen Planeten gestrandet. Alle Versuche, Kontakt mit anderen Überlebenden oder Rettungsschiffen aufzunehmen, sind kläglich gescheitert. Von den 6 Mann, die es in die Rettungskapsel geschafft haben, leben nur noch wir 2. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Es muss noch andere Überlebende von unserem Schiff geben. Wir können einfach nicht die einzigen Rebellen auf diesem Planeten sein. Das ist eine sehr wichtige Information, dass es nur 2 waren. Was war? Von wem wurde es gezeichnet? Können Sie es irgendwie entziffern? Nein, es wurde nicht signiert. Aber es würde doch übereinstimmen mit den 2, die wir gefunden haben. Ihre Sturmtruppler-Einheit hat sie gerufen. Ja, FN. Meine Rüstung hat es ganz stark beschädigt. Haben wir irgendwie irgendwas, um die zu reparieren? Der rechte Droide ist für die Reparaturen eingeteilt. Dankeschön. Meine Sturmtruppler-Einheit klagte auch über zu wenig Munition. Ich werde sehen, was ich machen muss. In der mittleren Kiste hier befindet sich noch Munition, falls noch gebraucht wurde. Haben wir auch noch stärkere Munition, weil diese Munition, die wir zurzeit besitzen, sind. Nein, leider nicht. Ganz schön schwer. Und was ist jetzt eigentlich mit der Waffe? Dürfte ich sie behalten oder? Asche, Ausrufezeichen, Server in Gap. Ich möchte sie zuerst inspizieren. Okay. Dieser Droide. Das Geräusch sind übrigens die Droide, die so hochfahren. Oh, der Code geht doch. Dankeschön. Nee, einfach nur Klone. Das ist das Passwort. Klone. Das ist das PW. Und dann habe ich geschrieben Modliste und dann kommt der Link. Haben Sie nicht noch ein Gewehr? Ein Gewehr, ja, aber diese Waffe. Ich denke mal, mit ihr ist es viel leichter zu schießen. Falls die eine Waffe verloren gegangen geht, hat man noch die andere oder aus der Hand geschlagen wird. Was denn? Stormtrooper 151, nehmen Sie sich den Blaster, denn immerhin besitzt er momentan gar keine Waffe, um sich zu verteidigen.
Also an das Stream jetzt schon mal gleich. Vergessen Sie nicht die Munition. Sie können mit der FN-Einheit tauschen, falls Sie das möchten. Wir streamen noch bis 23 Uhr. Sie können sich mit 151 absprechen, ob er vielleicht tauschen möchte. Sie hatten mich angefunkt. Was war denn? Tauschen, diese Waffe. Wieso kam keine Antwort von Ihnen? Ich war leider zu sehr beschäftigt. Ich musste etwas anderes klären. Ich bin schnellstmöglich angekommen. Captain Phasma, haben Sie denn noch nicht Sheets noch? Jawohl, mein Lord, die habe ich noch. Ja, ich glaube, Ihre Aussage bezüglich Herrn Sky trifft wohl nicht zu. Dann habe ich mich vielleicht getäuscht. Die Leiche war sehr schlimm zugerichtet. Zeigen Sie mal die Notiz. Was ist denn passiert? Wir sind auf Überlebende gestoßen, unserer Feinde. Das heißt, es sind auch Rebellen hier? Ich habe noch Überreste ihrer Rüstung. Oh, das ist gut zu wissen. Da müsste ich auch ein wenig aufpassen. Rebellen sind manchmal nicht unbedingt... Und deine Sturmtruppe im Zaun. Und auf meinesgleichen. Ich werde sie... Ihresgleichen? Sturmtruppe FN, legen Sie die Rüstung bitte drin in den Druiden. Möchten Sie inspizieren? Ich gehe zurzeit davon aus, dass Sie diese Rebellen auch mit Rohstoffen beliefert haben. Ich habe dort Konstruktionen mit Signierung der Schmuggler gefunden. Konstruktionen mit Signierung der Schmuggler? Ein Schutzwall. 151 oh. FN. Das kann sein. Es wurde vor gar nicht allzu langer Zeit... Wie bitte? Mag es vielleicht ein Tag her gewesen sein, ein kleines Depot von uns ausgeraubt. Bleiben Sie bitte bleiben Sie bitte kurz hier alle ausgucken, sodass Ihre Rüstungen... Sie haben ein Depot auf diesem Planeten? Erkundungstour gehen. Wir haben verschiedenste meine Depots. Rüstung, die ich sind habe sehr sie gut versteckt. Aber standen. Sie haben leider... Oder gucken es hat Sie, jemand dass eins Sie davon genug Wasser und Essen vielleicht zur Verfügung waren die haben. Das. Wir konnten nie rausfinden, wer es war. Zumindest haben wir es mal überlebt. Auch ohne Sie. 361? Ja, das ist schon mal gut. Ich versuche beim nächsten Mal schneller da zu sein, wenn Sie mich brauchen. Haben Sie sonst etwas Neues dabei? Oh, ich kann Ihnen da etwas anbieten. Wollen Sie noch ein paar mehr Funkgeräte haben? Ja, ich habe es in der Schlacht verloren. Okay. Es könnte sein, dass die Rebellen uns... Wie viele und wie viel können Sie überhaupt zahlen? Sie haben noch nicht so viel. Ich habe schon alles Nötige zusammen. Ich glaube, ich bin nicht in der Position, zahlen zu müssen. Okay, Sie waren so nett bisher, dass Sie zwei Funkgeräte umsonst kriegen. Eigentlich sehr effektiv. Banal, aber effektiv. Dann schmeißen Sie mal her. Dann gebe ich Ihnen das. Und dann können Sie sich auch gleich wieder verziehen. Brechen wir die Basis hier ab? Noch nicht. Wir wollen erstmal gucken, wo wir die neue Basis bauen. Naja, Codex, er befindet sich nicht in der Position, irgendwelche Sache zu fordern gegen mir über. Hier haben Sie zwei Funke. Möge die Macht mit Ihnen sein. Bis zum nächsten Geschäft. Ich finde Ihren Breitmaul übrigens sehr schön. So, wir werden uns aufmachen, sobald Herr Imperator das... Sturmtruppler! War das gerade eine nette Geste von Ihnen? Die gehören zum Imperium. Sie sind nicht in der Rangposition, mit Schmugglern zu reden. Tut mir leid, Doktor. Captain Phasma? Jawohl, mein Lord. Sie haben Ihre Sturmtruppler nicht im Griff. Dass mir das nicht mehr vorkommt. Jawohl, mein Lord. So, für das Stream, wir machen noch bis 11 und dann machen wir dicht. Ich habe jetzt Captain Phasma bestraft, obwohl sie eigentlich nichts gemacht hat. Muss sie, ob sie den Sturmtruppler bestrafen geht. Würde mich jetzt mal interessieren, deswegen bleibe ich jetzt einfach mal im Hintergrund und guck mal das an. Oh, was ist denn da gebaut wo? Ah, die haben schon einen Kochtopf gebaut. Und schon wieder ist der Droide an, der viel zu laut ist. Ja, hier wird gekocht. Stormtrooper FN? Ja.
Sie haben den Imperator verärgert. Und gegen die Befehle gehandelt. Haben sich in den Vordergrund gedrängt. Sie sind ein Sturmtruppler. Ich musste wegen Ihnen die Bestrafung über mich ergehen lassen. Aua! Aua! Dass mir das nie wieder passiert. Ich wollte das jetzt wissen, ob da was passiert, ne? Deswegen. Und Drippler, versorgen Sie diese Einheit und heilen Sie die Wunden. Was wird hier gekocht? Wird hier was Leckeres gekocht? My Lord. Captain Phasma? Denken Sie, es ist heute noch genug Zeit, um die Gegend zu erkunden, um möglicherweise einen neuen Platz für unser Lager zu finden. Und Captain Phasma, einer Ihrer Sturmtruppler ist schon in die Knie gegangen. Sie haben nur noch zwei Sturmtruppler-Einheiten. Ob Ihnen das reicht, weiß ich nicht. Müssen Sie entscheiden. Der Tag neigt sich zum Ende zu. Ich habe hier auch noch eine weitere Waffe für einen Sturmtruppler, der noch keine von diesen Waffen besitzt. Und Captain Phasma, von dem Händlergespräch eben konnte ich das hier. Wir nehmen die Frequenz 66. Jawohl, mein. Da bleiben wir immer in Kontakt und Sie können Ihre Expedition mit den zwei Sturmtrupplern starten. Ich rufe. Ich hätte ansonsten den Tag jetzt abgewartet und hätte 361 dazu aufgerufen, die Konstruktion zu beenden. Er hat mir gesagt, er wäre jetzt dazu in der Lage, das Metall zu veredeln. Also entscheiden Sie sich erstmal, das Lager auszubauen, doch keine Expedition. Ich denke schon. Vielleicht können wir dann mit besseren Waffen. Ich hätte lieber doch den weiteren Sturmtruppler dabei. Man kann nie wissen, wenn man weiter weggeht. Okay, dann. Handelt sich der zwei der Prädatoren, die wir erlegt haben, die zwei großen, ist es ein sehr gefährlicher Planet. Nicht zu unterschätzen, mein Imperator. 361, sagen Sie, Sturmtruppler-Einheit FN, was Sie noch alles benötigen, um mit dem Veredeln der Metalle zu beginnen. Wie ihr wünscht, Captain. Sturmtruppler-Einheit hat gerade diese Prädatoren erwähnt. Ich hoffe, die Kadaver, die wir hinterlassen haben, locken nicht weitere großen Kreaturen an. Also wir brauchen Holz, Metall. Ich hoffe nicht. Stroh und vor allem Fasern. Hoffe ich, dass es nicht noch größere von ihnen gibt. Aber das Fleisch von den Kreaturen ist sehr saftig. Groß genug war das Wesen, ja. Müsste für uns alle reichen. Aber alleine möchte ich so einem Tier nicht begegnen. Da gibt es keine Überlebenschance. Ich glaube, auch ich werde da meine Probleme haben. Ich bin auch noch geschwächt. Meine Machtblitze kommen einfach nicht, wenn ich sie abrufen möchte. Nicht ganz erholt von der Schussverletzung. Vielleicht hat es auch was mit diesen komischen Konstrukten zu tun. Diese Strahlung ist ziemlich fragwürdig, mein Imperator.